Sandwich, ja. Also zwei Schinken-Sandwich warm und ein Schinken-Sandwich kalt. Ja? Danke. Können wieder. Ja, ich bin ja schon da. Bin ich jetzt dran in der Einstellung? Nein. Wir können das ja gleich mal durchproben. Du musst ihm genau sagen, wo er stehen muss, damit er. Ja. Damit das Bild schön ist, bitte. Richard Murphy, du bleibst da bitte stehen. Mhm. Genau da? Ja. Kann das mal jemand einzeichnen? Das macht der Klappenmensch. Okay. Was mich du? Wo? Ja, ich gucke mal. Ja, sehr schön. Ja? Du schaust nur in den Raum rein. Hast du immer schon gesagt, dass der muss ja weitergehen, nicht? Dass er geht hier durch. Ja? Bis hierher, soweit du kannst. Er geht durch, soweit er kann. Hier, genau. Wer macht bitte mir den Schalter da drüben? Wer macht den Schalter? Ja. Du machst da Blätter, oder? Machst du ja, da kannst du das mal machen. Und zwar sagt der Rainer am besten an, ja? Nee. Achso, ja, ich gucke. Ja, du pfeifst am Licht an. Ja. Der Koch hier? Ja, der Koch ist dabei. Ja, ist er hier? Nee, hier ist er nicht, du. Nehmt er, oder warte mal, ist er da den Kasten unten weg? Bitte! Du, ohne dass du die Hand da hinkriegst. Ja? Ja? Was? Brauchst nicht aus. Was? Brauchst nicht aus. Nein. Zieh mal durch. Mach das bitte nochmal. Once more, please. Dann die Tür weit aufmachen. Du kannst die Tür ganz weit aufmachen. Ja, ja, richtig auf. Und zugehen, Günther. Na, du musst die Tür hinter dir zumachen. A little later. And your hand, not so. You come back to me and make so. You don't make like that. You stand like that. Die Leistungen der deutschen Filmindustrie mehrten das nationale Prestige der Bundesrepublik bislang in keiner Weise. Seit einiger Zeit nun kündet die Presse den Erlöser aus diesem Missstand, Rainer Werner Fassbinder. Er produziert seit 67 unermüdlich. 14 Theaterinszenierungen, 8 Stück Bearbeitungen, 5 eigene Stücke, mehrere Film- und Fernsehrollen, ein Hörspiel und 10 Filme. Wir beobachten ihn bei Dreharbeiten zu Film Nummer 8 im August-September 1970. Titel des Films, ein amerikanischer Soldat. Ohne Fleiß kein Preis. Fassbinder kassierte bei der Filmförderung. Allein sein zweiter Spielfilm, Katzelmacher, erhielt den Deutschen Filmpreis 1970, verbunden mit insgesamt 4 Filmbändern in Gold, 650.000 Mark und ohne dass der Film im Fernsehen gelaufen wäre, den Fernsehpreis 1969. Es begann in München mit dem Action-Theater, das durch seinen Leiter und späteren Kaufhausbrandstifter Horst Söhnlein mehr zu revolutionärem als zu künstlerischem Ruhm gelangte. Aus dieser Gruppe formierte sich in Schwabing das Antitheater. Im Juni 69 war Fassbinder mit seiner 12-köpfigen Kommune plötzlich in aller Munde. Eine Aufführung jagte die andere. In Bremen widmete ihm das Theater anlässlich einer Bearbeitung von Goldonis Kaffeehaus ein eigenes Festival. Die Gruppe produzierte anfänglich unter persönlichen Opfern des Einzelnen mit einem unglaublich niedrigen Budget. Die familiäre Struktur erzeugte Abhängigkeit und somit für den Herstellungsprozess den größtmöglichen Nutzwert der Arbeitskraft des Einzelnen. Die Gruppe wurde für Fassbinder ein wichtiges Attribut seines Image. Er hatte ein Kollektiv. Bei der Filmarbeit setzt Fassbinder sich autoritär durch. Er sagt dazu: Sicherlich kann man auf der Basis von Diskussionen arbeiten, aber nicht beim Filmen. Wenn ich einen Film mache und Hunderttausende verpulvere, muss etwas dabei herauskommen. Dass etwas herauskommt, sieht er offenbar nur durch sich selbst garantiert. Ich versprach nur ein bisschen jetzt Übung.
Hol mir aus der Schachtel, gib ich mir so eine Handvoll rein. Ich hab es dann hier in der Hand, um parallel anzuladen. Das schneide ich dann auf die Hände. Wenn ich geladen habe, nehme ich das Ding. Was? Material aus. Material aus. Ey, das ist ein Prop. Ich wollte bis zum Mittagessen fertig sein mit der Sequenz. Wäre ich auch geworden. Wäre ich auch geworden. Mit verständigen Schauspielern. Ist das zu locken, Frau? Ja, ja. Ich überlege mir gerade, ich glaube, ich gehe es. Ja, auf jeden Fall muss dann Seitenplan sein. Ja, das ist klar. Ja? Bei den Dreharbeiten zeigt sich von Anfang an Krisenstimmung. Die Einzelnen sind überarbeitet und ermüdet. Eine allgemeine Unlust wird deutlich. Kritik an der Arbeitsweise Fassbinders wird geäußert. Erstaunlich ist dabei die Angst, sich direkt an ihn zu wenden. Die hierarchische Struktur dieses sogenannten Kollektivs wird deutlich. Der Alkoholkonsum nimmt zu. Bei den Dreharbeiten auf dem Berliner Flugplatz hat die Krise ihren Höhepunkt erreicht. Organisatorische Schwierigkeiten verursachen lange Wartezeiten. Der Drehplan kann nicht eingehalten werden. Du tust mir auch leid, aber es sieht so aus, als wenn es gleich losgeht. Ja, das wird heute nichts mehr werden und morgen schaffe ich es nicht, dann muss man was anderes ausdenken. Das ist, dann machen wir gleich den nächsten Film bei Kali für so eine Geschichte einer Entziehungsspur. Der kommt dann an und ist Wasser drin. Das ist ganz schlecht, dramaturgisch ganz schlecht. Das Coca-Cola geht aus. Ja, das endet damit, das Coca-Cola. Das kommt zu den Grauen. Ich kann das mittlerweile schon pur trinken. Am nächsten Morgen nach der langen Nacht im Flughafen. Fassbinder hat beschlossen, den Film abzubrechen. Letzter Anlass ist ein umfangreicher Schaden im Negativmaterial. Fassbinder ist abgereist. Weil der Rudi gerade bei uns gesessen ist. Ja, wegen so Rennen. Also das Informationschaos macht einen ganz krank in dem Laden. Es ist Fußball. Das stimmt und stimmt nicht, aber diese wichtige Besprechung kann der Willi ganz genauso führen, die können wir ganz genauso führen. Welches Simon Rufall ist schon hier gleich? Das ist also nicht so tragisch. Der Rainer will jetzt möglichst nicht mehr nach München gehen. Das ist ja fabelhaft für mich. Nein. Du abgebrochen ist es so und so der Film. Naja, aber er wollte nicht. Er eben. Ja, deiner nicht, aber ich meine, das ist, ja, dann kannst du nach Paris und nach Amerika schauen. Was für dich für Möglichkeiten da geben. Unzureichend informiert befinden sich die Mitglieder der Gruppe in einiger Verwirrung. In Feldkirchen bei München, dem Domizil des Antitheaters, weiß man nicht, ob die Dreharbeiten wieder aufgenommen werden oder nicht. Nee, das ist jetzt rein persönlicher Akt, den das war ja vorhin hat ja jeder im Grunde etwas anderes noch gemacht. Das war eine Amateurunternehmung. Mit allem, was da an Neugierde und an Spaß drin ist.
Und es hat sich zu etwas entwickelt, was tragfähig ist, was eine ganze Reihe von Leuten ernähren kann. Ja, was aber auch Abhängigkeiten sind. Natürlich, das, was die ganzen Abhängigkeiten erzeugt, die eben entstehen, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer sie gegenübertreten. Wenn Sie kommen und sagen, also ich habe in dieser Woche dieses und jenes geleistet, was nachzuweisen ist durch ein Produkt, in dem Sie eben Fotos vorlegen oder weiß der Himmel was, dann bin ich der Letzte, der sagt, nee, das geht nicht, aber wenn Sie mir mit Rechtsanwalt oder sowas kommen, dann sage ich, machen Sie es lieber mit Rechtsanwalt. Willi Rabenbauer ist im Antitheater für alles verantwortlich. Für den Zusammenhalt der Gruppe, für Verträge und vor allem für die Finanzen. Er ermöglicht Fassbinder Produktionsmethoden, die unter herkömmlichen Bedingungen undenkbar sind. In das Filmgeschäft, der hängt halt noch nach. Nicht? Ich meine, es dauert noch ein bisschen, bis das Ganze so organisiert ist, dass man den Kopf dieser Organisation austauschen kann. Und kriege ich die 10.000 ungefähr wieder zurück? Naja, das heißt, du musst 10.000 weniger zahlen, denn das Geld, das kommt auf jeden Fall zu dir, von der Versicherung. Ja, genau so. Obwohl wir haben ihn ja bevollmächtigt, das zu machen. Nee. Aber doch gerade Verhandlungen zu führen. Ach so. Das war unterschiedlich. So, wenn jetzt die Kamera weg ist, dann können wir uns unterhalten über unseren nächsten Film. Offener im Prozess, das deutet schon auf die Verknüpfung des Anteils mit der Idee einer anti-autoritären Produktionsgemeinschaft hin. Andererseits haben auch Sie wohl schon allem Anschein nach die Erfahrung gemacht, dass sich Ihre Idealvorstellung kaum verwirklichen lässt. Immerhin rankt sich das Antitheater um Ihren Namen. Sie sind das Aushängeschild. Fassbinder, ja, das ist schon schwierig im Kollektiv. Besonders am Anfang war es schwierig. Die anderen hatten weniger Zeit als ich. Sie kamen nach der Arbeit, sie waren alle berufstätig zu den Proben. Ich habe hier und da im Fernsehen Geld verdient. Ich hatte einfach mehr Zeit, mich mit einer Aufführung zu beschäftigen und deshalb steckte dann wohl auch mehr von mir drin. Aber heute ist das schon viel besser. Frage. Weil Sie alle jetzt professionelle Schauspieler sind, Fassbinder. Ja, das kann man sagen, es arbeiten alle mit. Eine wichtige Komponente bei unserer Arbeit ist zum Beispiel die Stückuntersuchung. Wenn wir zum Beispiel die Iphigenie machen, dann reflektieren wir alle in Diskussionen, Reden und Fragen alle Aspekte des Textes und der Interpretation, sodass dann schon ein neues Stück entstehen kann. Und dadurch haben die Schauspieler wahnsinnig mehr Spaß am Theater. Mehr Spaß jedenfalls als an einem Stadttheater, wo ihnen gesagt wird, das macht ihr jetzt so. Und das ist doch die Hauptsache, dass es dem Schauspieler Spaß macht. Finde ich auch. Weiter. Fassbinder. Antitheater ist halt ein Name wie jeder andere. Es soll da gar nichts eliminiert werden, das Theater schon gar nicht. Wir arbeiten nur anders. Die Schauspieler haben bei uns mehr Spaß an der Arbeit. Wir sind offener im Prozess. Das ist der wichtigste Satz. Noch eine Frage. Vom Bühnenverein erhalten Sie für die Produktion eine bestimmte Summe. Wie teilen Sie das Geld auf? Fassbinder, da sind 12 Leute beschäftigt und ich dazu. Das Geld wird durch 13 geteilt. Das geht, Günther. Meine Rainer spricht immer so viel von dem Spaß machen und von dem, was es jedem Einzelnen wirklich Spaß die, macht. Ja, es gibt immerhin noch Unterschiede und die liegen fast in der familiären Struktur der ganzen Angelegenheit. Das heißt, dass man Sachen macht ohne. Der Leistungsdruck ist immer noch einer, der relativ gering ist, weil die Konkurrenz der Leute untereinander zum Beispiel nicht da ist. Also es ist, das ergibt sich das Problem nicht, sich behaupten zu müssen gegen jemanden. Man kennt sich und man weiß, was man voneinander hält und man hat in dem Sinn Vertrauen zueinander. Also insofern ist rein von der Machersituation derjenigen, die spielen oder die es vorbereiten, immer noch was erhalten geblieben. Für den Rainer ist es natürlich total anders geworden. Und der Druck, der aus seiner total veränderten Situation entsteht, teilt sich nach unten natürlich mit. Also für den Rainer steht unheimlich viel auf dem Spiel jetzt. Ist der Rainer da?
Hallo? Ja? Na, mir geht's gut. Und dir? So, du willst wieder drehen? Wir müssen es zeitlich schaffen. Ja, aber bis wohin hast du gerechnet? Du, das ist zu knapp, die Vorbereitung. Kurt und Fengler und einen ganzen Haufen Leute müssen früher unten sein. Und am 13. müssen ja alle bereits unten sein. Ja, wir können doch nicht fliegen. Wir können aber nicht fliegen. Ja, wen brauchst du denn noch am 13.? Und Mensch, und für dich selber, das ist so eine Hetze. Mensch, das Kind, du kannst dich dann wieder für diesen Film, du hast keine, nicht mal Zeit zum Ausschlafen, das ist so albern. Ich, wo du sowieso das schon unterbrochen hast, da kannst du es auch hinterher machen. Da leidet nämlich der nächste Film wieder drunter. Ich telefoniere nicht umsonst. Du, entschuldige mal, ich meine, es ist ja schließlich meine Sorge. Ich rufe doch nicht als Krankenschwester bei dir an. Ob du dich kaputt machst, ist mir egal. Ich finde bloß, dass du den Film Insolvent nicht völlig kaputt anfangen sollst. Doch wenn du am 13. oder selbst am 10. mit dem anderen erst fertig bist, ist es wirklich scheiße. Am 10. wolltest du eigentlich schon selber insolvent sein. Ja, wie willst du das? Versuch lieber den anderen Film hinterher zu machen. Ja, was drängt dich denn? Ja, du, entschuldige mal, es hat doch keinen Sinn, dass du lauter einsame Entschlüsse fasst. Mal hörst du einsam auf und dann fängst du einsam wieder an. Ja, ja, sicher, aber ich meine, ich will dir über diesen Film auch gar nichts weiter sagen. Ich finde bloß, der Sorrent-Film ist schwierig genug und ist knapp genug. Und die anderen Leute sind auch alle pünktlich unten. Also du machst mir da die Fahrdispo nichts. Aha. Und die fahren alle schön mit der Eisenbahn, nicht, dass die anfangen zu fliegen. Nur du darfst fliegen. Du fährst selber das Auto? Okay, noch billiger. Ja? Also, wie? Wo ich bin? Im Antitheater. Ja. Nein, ich nehme mir gerade meine Prestige mit dem Koffer, um 17 Uhr fliege ich. Ich habe mir Billy alles klar gemacht, der ist in Frankfurt. Billy fliegt nach Frankfurt, schaut sich an und dann validiert ihn. Ja, ich habe mehrere Leute gefragt. Außerdem kannst du dir ja, wenn du jetzt zurückkommst, in Frankfurt Station machen, die selber anschauen. Ja, das kann Willi dir ja besorgen, ein Bild. Außerdem kannst du sehr schön von Paris über Frankfurt fliegen. Da gibt es fabelhafte Verbindungen. Da kannst du prima über Frankfurt fliegen. Gut. Salut. Ciao. Ja, ist eigensinnig. Na, ist klar, als er auch nicht um den Film gehen. Abflug Homburg 627, bitte stellen Sie das Hoffnung ein. Fassbinder ist aus Paris zurückgekehrt. Er setzt sich über jegliche Einwände der beteiligten Mitarbeiter hinweg. Allein persönliche Gründe lassen ihn die Dreharbeiten wieder aufnehmen. Hauptdarsteller, mit denen es private Diskrepanzen gab, werden ersetzt. Das Drehbuch wird auf die neuen Bedingungen umgeschrieben. Die zeitraubende Suche nach neuen Drehorten wird umgangen, indem man sich schon bekannter Drehorte bedient. Ein Großteil der Szenen wird in Feldkirchen im Haus gedreht. Ich schreibe jetzt eine Dialogliste für die Katerin, weil wir keine Sekretärin haben und nicht die Ämterhäufung haben. Ne? Jeder muss hier so 5 Posten ausüben. Schiffe bitte, Herr.
Du, das ist, glaube ich, sogar wirklich mutig. Diese Wellen. Ja, ja. Also, eben locken. Weißt du, wenn das nicht gerade wird, dann schaut es wieder so ein bisschen nach Schwabing aus. Ja, ja. Ja, so halb eingeredet, wo du eine Nacht drauf geschlafen hast. Hanna Schigula hat sich den neuerlichen Dreharbeiten entzogen. Sie wird durch Elga Sorbas ersetzt. Na, komm. Ja, das ist nämlich so richtig. Ja, ja, ich hab schon gesehen. Und die trinken nicht aus Gläsern, sondern die trinken aus Flaschen und haben aber drei kleine Stamper, also Gläser, gehört. Und wenn die nicht da sind, müssen die aus der Wirtschaft geholt werden, schnell. Drei so kleine. Jawohl, das wird keine Ahnung. Was krieg ich doch, mein Sohn? Ja. Ja. Auch, ja, und die Knarre auch drin. Bitte? Die Knarre drin? Nein, die muss nicht aufstehen. Okay. Machst du das dann? Ja, ja. Ich mach's noch nicht sehr gut. Ja? Hört mal, in dem Augenblick bitte mal kurz. Du musst noch ein bisschen an den Eicher ran. Warte mal. Das ist jetzt die private Rechnung. Ja, ja. Der Eicher kommt ein bisschen rüber. Hier? Ja, so, das muss. Genau. Wo ist denn jetzt der liebe Herr Georg? Die Pause beim Wechsel zweier Drehorte benutzt Fassbinder, um zu heiraten. Wir fragten einen Angestellten auf dem Standesamt nach dem Ansehen Fassbinders in der kleinen Gemeinde. Oder ist er gar nicht so bekannt hier? Ja. Fassbinder. Nein, bekannt und auch nicht bekannt ist. Die Bevölkerung, die ist ja auch sehr unterschiedlich zusammengesetzt. Nicht, wenn Sie den einen fragen, wer der Uwe Seeler ist, nicht, dann zuckt er vielleicht auch die Achseln. Ja. Und wenn Sie nach dem Herrn Fassbinder fragen, kennt vielleicht der eine zufällig den Herrn und der andere, von dem er annimmt, der kennt ihn, der weiß gar nichts davon. Das ist sehr, sehr verschieden. Ich habe inzwischen aber... Ich bin halt aufgeregt. Ach, auf Gottes Willen. Ja, ist alles hart zu werden. Wahnsinn, wir haben immer so getan, als tritt uns nichts aus. Einmal sind wir wahnsinnig aufgeregt und passen nicht. Das kommt doch auch mal. Das ist ganz so weit. Was ist denn so schlimm? Es geht alles vor wie so. Es geht alles. Wir können Musik hören. So wenig spielen, wie es jetzt gerade ist. Also, Sie haben jetzt den Menschen angeschaut und jetzt schauen Sie wieder in Ihre Achtung. Ja. Inzwischen. Ja. Bitte? Probe. Stehen bleibt das nicht. Das geht nicht. Film Nummer 8 wird in 9 Tagen abgedreht. Das bedeutet bis zu 70 Einstellungen am Tag. Es wird ohne Leerlauf konzentriert gearbeitet. 6 Tage nach der letzten Klappe war der Film geschnitten, synchronisiert und gemischt. Wir fragen Willi Rabenbauer alias Pierre Raben, den Produktionschef und Komponisten des Antitheaters. Wie wirkt sich der enorme Leistungsdruck, dem alle Beteiligten ausgesetzt sind, auf die schöpferische Mitarbeit des Einzelnen aus? Beim Theater war sie doch eher möglich.
Ja, das ist richtig. Das hängt aber leider davon ab, weil unsere Gesellschaft so stark auf den Tauschwert und auf den Geldwert aufgebaut ist, dass man im Theater hat man einfach ein kleineres Risiko, zumal wenn man als Privattheater selbst Unternehmer ist und sagt, naja, nun, das Einspielergebnis am Abend ist eben geringer, dann kriegt jeder Schauspieler weniger und so weiter, das ist also nicht zu schwierig. Dagegen beim Film sind einfach bestimmte Leistungsfirmen mit drin, die normalen Gelder verlangen. Und da kann man sich natürlich nicht leisten, einfach eine Pause zu machen, wenn es die Finanzlage nicht erlaubt. Das ist noch ein ganz klein bisschen von dem Zaun da. Was? Wieder zurück aus Amerika? Nein, das sagst du erst nicht. Grüß Gott. Wieder zurück aus Amerika? Ich bin nur zu Besuch, Frau. Ach, das habe ich mir doch gleich gedacht. Nein, ja. Ja, ja. Dann kommt es mit der Mutter. Du kannst also fliehen, Kurt. Ja, ich kann auch so fliehen. Ja, dann grüßen Sie Ihre Frau Mutter. Dann grüßen Sie Ihre Frau Mutter recht schön von mir. Mache ich, Frau Lang, bestimmt. Wiedersehen. Bis hierhin geht's, gell? Ja. Beide geben ihr die Hand. Ach so. Dann müssen Sie am Anfang und am Schluss auch. Alles am Schluss machen und dann schon wieder von mir. Zeigen Sie uns mal schnell ein, Kinder, sondern flippen. Ja, komm, gib mir mal Kreide. Ja. Hast du noch frei? Ja, ich hab's. Ja. Der amerikanische Soldat hat am 4. Dezember 1970 in München im Arri Premiere. Er wurde im Zuge der Selbsthilfe einiger Münchner Filmemacher ohne den Weg über eine Verleihorganisation ins Kino gebracht. Fassbinder, Mitbegründer des zum besseren Schutz der Urheberrechte geschaffenen Filmverlags der Autoren, wollte nicht warten, bis sich auf breiter kommerzieller Basis etwas verändert. Den Interessen der Branche setzt er seine eigenen unmittelbaren Interessen entgegen. Er plant den Aufbau eines eigenen Produktionsbetriebes für Schnitt und Synchronisation seiner Filme. Und er glaubt an die Zukunft der kleinen Kinos, in denen diese Filme laufen können. Ich bin total verloren jetzt.